Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, grundsätzlich lässt sich zu den Haushaltsschwerpunkten im Kinder- und Jugendbereich feststellen, dass es zwar Bemühungen gibt, den Anforderungen der wachsenden Stadt gerecht zu werden, allerdings bleiben dabei qualitative Anforderungen auf der Strecke, und das lässt sich nicht schönreden. Das Sprichwort "Morgen wirst du über die Brocken fallen, die du heute hingeschmissen hast", hat sich leider in wichtigen Bereichen bereits bewahrheitet. Drei Beispiele. Erstens, der Maßnahmeplan zur bedarfsgerechten Personalausstattung der Jugendämter. 160 zusätzliche Stellen für den regionalen sozialpädagogischen Dienst, die Kita-Gutschein- und Elternstellen wären mindestens, wirklich nur mindestens notwendig gewesen, um die bestehenden Defizite auszugleichen. 70 Stellen hat der Finanzsenator zugebilligt, nicht um den Problemen der Arbeitsüberlastung und dem Personalmangel entgegenzuwirken, nur in Anpassung an die gestiegenen Bevölkerungszahlen. Das reicht nicht und ist ein Armutszeugnis. 4 Millionen bräuchte es für die nötigen 90 Stellen, und die sollen nicht da sein? Es wird also weiterhin Schließung von Kita-Gutschein- und Elterngeldstellen und dem RSD geben. Und es ist zu erwarten, dass weiße Fahnen der Kapitulation vor den Fenstern der Jugendämter auch weiterhin zum Stadtbild gehören werden. Auch damit hat Berlin inzwischen bundesweit Berühmtheit erlangt. Und leider, schlechte Ideen kommen selten allein. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII bleiben in Berlin drastisch unterfinanziert. Auch hier gab es von allen Sachverständigen ein klares Votum und einen Minimalkonsens. 14,1 Millionen hätte es gebraucht, nur um den Status quo aufrechtzuerhalten, ohne dass dabei die wachsende und sich ändernde Bedarfslage berücksichtigt wurde. Aber nicht mal das war wichtig genug. 4,9 Millionen gibt es nur. Wir beantragen im Haushalt sofort die Differenz von 9,2 Millionen einzustellen. Und wir erwarten, dass die angekündigte Gesetzesänderung zur bedarfsgerechten Ausstattung der Kinder- und Jugendarbeit noch in dieser Legislatur vorgelegt wird, damit die außerschulische Bildung und Förderung neben mehr Aufgaben auch mal die ihr zustehende Anerkennung erhält und nicht mehr nur den Sparzwängen der Bezirke geopfert wird. Drittens stimmen wir heute über die Überraschungsmillionen für den Kita-Bereich ab. Gegen mehr Investitionen ist ja grundsätzlich nichts einzuwenden. Schließlich brauchen wir dringend weitere Kita-Plätze, viel mehr gut qualifiziertes Personal und bessere Arbeitsbedingungen für unsere Beschäftigten, also als eine gute Grundlage für gute Qualität. Also weniger Kinder pro Fachkraft, Zeit für die Anleitung von Azubis und für die Leitungen, damit sie ihre Managementaufgaben erfüllen können, und eine bessere Bezahlung. Und natürlich, Herr Salé, sind dies die richtigen Prioritäten. Und da gehören alle Millionen hin. Ich möchte mal gerne wissen, in welchem Paralleluniversum Sie zu Ihren Stammtischen gehen. Hätten Sie mal lieber in den Kitas und bei den Eltern nachgefragt. Aber auch hier wird das Votum der Realität ignoriert, werden alle Sachverständigen ignoriert, wird sogar die eigene Senatsverwaltung ignoriert und die eigene Parteibasis wegen der Profilierung eines einzelnen Fraktionsvorsitzenden. Und jetzt tun Sie auch noch so, als stecke da ein Plan dahinter. Das ist nicht gestalten. Ja, wir haben unter Rot-Rot die letzten 3 Kita-Jahre gebührenfrei gemacht, weil Gebühren ungerecht sind. Ja, das ist richtig. Und wir als Linke haben übrigens einen ordentlichen Parteitagsbeschluss, der langfristig Bildungsgebühren abschaffen will. Aber Sie können sicher sein, dass wir unseren Wählern locker erklären können, dass dies für diesen Haushalt nicht unser größtes Problem ist, sondern der Platz- und Fachkräftemangel. Ich möchte im Gegenzug von Ihnen mal wissen, wie Sie den Menschen erklären wollen, wie Sie mit gebührenfreien Kita-Plätzen ohne Erzieherinnen umgehen sollen. Die Gebührenfreiheit ist für diesen Haushalt ein ungeliebtes Geschenk. Und wie es der Landeselternausschuss Kita in seiner Stellungnahme ja so treffend ausgedrückt hat, und Frau Burkhardt-Eulis es schon gesagt, aber es ist so schön, das muss ich noch mal wiederholen. Danke, Onkel Salé und Onkel Graf, für die kratzigen Tennissocken. Dem ist nichts hinzuzufügen.